Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen uns heute zusammen einen sehr spannenden Fall an, einer Patientin, die zu uns gekommen ist nach auswärtiger Lippenunterspritzung, 24 Stunden später mit einem Gefäßverschluss. Vielleicht können wir das Bild auch mal ganz kurz einblenden dazu. Wie hat das ausgeschaut? In Wahrheit wie ein Bluterguss, aber es war kein wirklicher Bluterguss. Ein Bluterguss ist ja homogen blau und bei ihr war das richtig so gescheckert blau. Wenn so ein gescheckert blauer Bluterguss nach einer Unterspritzung auftritt, dann ist das eben ein Gefäßverschluss. Durch die Minderversorgung entstehen Inseln, die weißer sind und der Körper versucht, die Durchblutung zu steigern, indem man quasi indem die Gefäße aufgehen. Und deswegen haben wir Stellen, die eher stärker bläulich sind oder rötlich und Stellen, die weißer sind. Also dieses gescheckerte, kuhartig gescheckerte ist ganz typisch für einen Gefäßverschluss. Und ich möchte euch ganz kurz nicht nur die Videos zeigen, wie wir die Patienten verfolgt haben und auch das Vorher und Nachher dann am Ende, sondern was ich euch vor allem jetzt mal anfänglich zeigen möchte, ist der anatomische Background dazu. Also warum muss ich aufpassen, wie kann ich das Ganze verhindern? Weil das ist ja, glaube ich, die wichtigste Frage, nicht nur zu sagen, aha, schau, was da passiert ist, sondern wie können wir das verhindern? Das ist ja auch für mich in der täglichen Lippenunterspritzung wichtig. Und dazu müssen wir uns ein bisschen die Anatomie anschauen. Schauen wir zuerst im linken Bereich quasi bei diesem Dummy-Bild an, wo das Gefäß eigentlich verläuft. Wir haben quasi einen Ast und einen Arterienast, der sich hier raufschlängelt. Der geht übrigens dann hier in der Nasolabialfalte weiter und zieht in so einem Verlauf hier an der Nasenbasis weiter. Deswegen ist ja auch die Unterspritzung in der Nasolabialfalte nicht ungefährlich und sollte hier immer mit einer Kanüle erfolgen. Aber das, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass eben aus diesem Ast zwei Äste dann einerseits in die Oberlippe und andererseits in die Unterlippe gehen. Und wenn wir uns überlegen müssen, wo Gefäße verlaufen, müssen wir nicht zweidimensional denken. Das heißt, zweidimensional wäre ja XY-Achse. Wo ist das? Quasi ist das mehr oben oder mehr unten oder mehr rechts oder mehr links? Sondern wir müssen die dritte Dimension eigentlich auch dazu nehmen. Und die dritte Dimension in dem Fall wäre, und da haben wir hier daneben eine Grafik aus einer Publikation von Sebastian Cotofana, der was ganz Tolles dazu gemacht hat, haben wir eine dreidimensionale Ansicht, ob eben das Gefäß in dem Fettgewebe ist. Also nehmt an, quasi das ist quasi die Außenseite der Lippe, das ist ein Querschnitt durch die Lippe. Also wir schießen quasi einen Querschnitt durch die Lippe und zeigen jetzt quasi, ist das Gefäß außen im Fettgewebe, ist es im Muskel drinnen oder ist es in der Schleimhaut drinnen? Also außen im Fettgewebe deutet knapp unter der Haut, der Muskel steht quasi so quer drinnen, mit dem ich auch die Lippe bewegen kann, oder quasi ist es innen in der Schleimhaut. Und das Spannende war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es außen ist, nur bei ca. 2% liegt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Schleimhaut liegt, bei ca. 75% ist. Das heißt, das Gefäß verläuft mit einer großen Wahrscheinlichkeit in der Schleimhaut. Und bedeutet für uns, dass wir bitte nicht den Filler in die Schleimhaut spritzen sollten. Und vor allem schon gar nicht mit einer Nadel. Ich habe zwei Möglichkeiten, den Filler zu applizieren. Einerseits mit einer Nadel. Eine Nadel ist ein spitzes Instrument, das stecke ich rein und dann kann ich den Filler rausspritzen. Dieses Instrument wird einem Gefäß nicht ausweichen, sondern wenn ich im Gefäß drinnen bin, merke ich das gar nicht, weil es geht ja durch wie Butter. Und dann gibt es die stumpfe Kanüle. Das ist so ein längeres Instrument, das eben vorne stumpf ist, mit dem ich oft in der Seite reinfehle. Da gibt es auch schöne Videos dazu, haben wir auch schon gedreht, wie wir Lippen unterspritzen. Und mit diesem Instrument ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ins Gefäß komme, deutlich geringer. Das heißt, wenn ich mit einer Kanüle spritze oder wenn ich geschickt bin und auch mit einer Nadel spritze und den Filler primär ins Fettgewebe spritze, ist die Wahrscheinlichkeit, das Gefäß zu punktieren, extrem gering. Und was wir bei der Patientin jetzt gleich sehen werden, ich zeige mich auch im Innenbereich der Schleimhaut, war das Gefäß in der Schleimhaut, es ist in die Schleimhaut gespritzt worden und dadurch ist dieses Problem aufgetaucht. Und das geht relativ schnell, weil die meisten ja die Nadel so an die Lippe ansetzen und ihr könnt euch vorstellen, dass dann nur wenige Millimeter mehr davor zurückziehen, da bedeuten, dass ich dann eben nicht mehr in der Haut bin, die ganz wenig ist, sondern dann schnell einfach in der Schleimhaut lande. Und das sollte man eben verhindern. Ich würde sagen, wir starten mal auf zu den diversen Videos, die wir da dazu gemacht haben. Ich zeige euch heute etwas ganz Spannendes. Eine Patientin, die sich die Lippen aufspritzen hat lassen mit Hyaluronsäure und am nächsten Tag so gekommen ist, das war auswärts in einer sogenannten Unterspritzungskette, wo viele Ärzte unterspritzen. Was ist passiert?
Sie hat gedacht, sie hat einen blauen Fleck, wobei sie hat schon gewusst oder gemerkt, dass das nicht nur ein blauer Fleck ist, weil ein blauer Fleck oder ein Problem in der Lippe kann zum Beispiel hier innen entstehen. Wenn wir auch die Lippe dann sauber machen, dann sieht man den blauen Fleck mehr. Also das sind blaue Flecken, die bei Nadelstichen entstehen. Was aber auffallend ist, ist, dass der blaue Fleck eigentlich bis zur Nasenspitze raufgeht, und wenn sich ein blauer Fleck nach oben so ausbreitet, dann ist es kein blauer Fleck, sondern wir haben einen akuten arteriellen Gefäßverschluss, und den merkt man daran, dass zum blauen Fleck dazu kommt eine Rötung oder ein rosaes Färben, das so ein bisschen marmoriert ausschaut. Wir sehen hier weiße Flecken, rosa Flecken, und die sprechen für diese sogenannte reaktive Hyperämie. Das heißt, es wurde ein zuführendes Gefäß in der Lippe verletzt. Und wir wissen ja nochmal, dass die Gefäße so verlaufen, dass von der Lippe, also in die Lippenarterie, da immer wieder kleine Äste kommen, aber auch hier ein wichtiger Ast hinauf zur Nase geht, und es dürfte quasi in diesem Bereich ist zum Gefäßverschluss gekommen sein, und dadurch ist von den anderen Bereichen eine sogenannte reaktive Hyperämie entstanden und auch eine Durchblutungsstörung bis in die Nasenspitze hinauf. Das heißt, man sieht wieder mal, wie gefährlich eigentlich Lippenunterspritzen ist. Jetzt schminke ich euch mal die Patientin dann noch ab. So, wir haben jetzt knapp 48 Stunden nach dem Gefäßverschluss. Was wir sehen ist, dass die Demarkierung oder die Nasenspitze ist schon rekapillarisiert, die verbessert sich schon ein bisschen. Ganz typisch sind diese weißen Stippchen, die wir jetzt da haben. Das ist quasi durch die Minderdurchblutung ist die nächste Gefahr, die entsteht, ist eigentlich Infektion. Innen, es tut ja sau weh auch, innen sehen wir quasi auch dieses tiefe Hämatomverfärbung und sicherlich auch ein Problem der Minderdurchblutung. Lippen werden ganz trocken hier. Prinzipiell muss man aber sagen, dass das Ganze in meinen Augen prinzipiell über den Berg ist. Also ganz schlimm wird sicherlich nicht. Wir müssen es aber täglich jetzt beobachten und werden heute auch mit einer antibiotischen Creme fortfahren. Hylase würde ich in dem Fall jetzt nicht mehr spritzen, weil eigentlich im Vergleich zu gestern die Demarkierung sich schon beruhigt hat. Das ist jetzt quasi lividblau. Das ist aber eigentlich, das ist wie gesagt kein Bluterguss hier, ganz wichtig, sondern das ist eine Durchblutungsstörung. Bluterguss ist das hier. Und das hier, was hier oben so ausschaut wie Bluterguss, ist kein Bluterguss, sondern eine Durchblutungsstörung. Wir haben jetzt Tag 6 nach diesem Lippenunfall und sehen quasi, dass die Heilung ja schon gut vorangeht. Auch die Demarkierung, die Minderdurchblutung hier ist besser. Und wir sehen auch, dass sich das Problem in der Lippe deutlich gebessert hat. Glück im Unglück, wird Hylase behandelt, Aspirin behandelt, Antibiotikum. Aber es wird im Prinzip alles gut. Wichtig, bitte aufpassen bei Lippenunterspritzungen mit Nadeln, weil eben bei Nadeln noch häufiger als bei Kanülen eben das Gefäße getroffen werden können, und das kann zu bösen Ausgang führen. Was haben wir aus den Videos gelernt oder was können wir aus diesem Fall lernen? Dass es wichtig ist, dass man sich auskennt, wie man Lippen unterspritzt, dass man auch selber einen, wenn das einem Chirurgen passiert oder einem Behandler passiert, das ist ja nicht nur Chirurgen, das unterspritzen, dass man so einen Gefäßverschluss schnell erkennt, weil man, wenn man richtig reagiert, und das bedeutet, dass man ein Antibiotikum gibt und mit Hylase richtig umgehen kann, eigentlich Schlimmeres verhindern kann. Und das seht ihr auch schön an den Verlaufsbildern und an den Vorher-Nachher-Bildern, dass sie im Endeffekt quasi alles gut ausgegangen ist, ihre Lippe erhalten geblieben ist und alles in Ordnung ist. Sie hat im Moment keine große Lust, sich nochmal jemals die Lippe aufzuspritzen, was logisch ist nach so einem dramatischen Erlebnis. Aber im Prinzip ist alles gut gegangen, weil wir schnell reagiert haben. Das heißt, das Wichtige ist nicht wegschauen, sondern schnell reagieren, wie immer bei uns in der Medizin. Und dann geht alles gut aus. Ich freue mich, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir sind ja beim Unterspritzen jeden Tag dieser Gefahr ausgesetzt, dass das passiert. Aber wenn man weiß, wie man es verhindert, braucht man auch nicht ängstlich irgendwie zum Patienten hingehen. Und deswegen ist das auch nicht so der Fall. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, freue ich mich bei dem Video ganz besonders. Abonnieren des Kanals dann, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr die auf die Glocke klickt, dann bimmelt es zweimal in der Woche, weil so oft senden wir neue Videos auf YouTube rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne einen schönen Tag und bis bald. Ciao.